Ich komme für euch von Auraxis mit einer Story, die es wirklich in sich hat, aber auch einer traurigen Nachricht. Das Entwicklerstudio von Planet Side 2, Rogue Planet Games, nimmt einen Führungswechsel vor. Andy Seitz, der Mann mit Bart, ausführender Produzent von Planet Side 2, verlässt das Unternehmen Daybreak bzw. Rogue Planet Games nach 8 Jahren Arbeit an Planet Side 2. Gut, und zwischenzeitlich hat er auch an H1Z1 und Planet Side Arena gearbeitet. In seinem Community-Brief bezeichnet er PS2 als das Spiel, Zitat, auf das ich am meisten stolz bin in den über 20 Jahren Arbeit an verschiedenen Titeln. Er ist stolz darauf, ein Mitglied einer Community zu sein, die die Hoffnung nie aufgegeben hat. Das Spiel und das Studio wird in die Hände von Lead-Designer Michael Rell Henderson und Technical Director Chris Farrar gelegt. Seitz sagte, mit dem wachsenden Rogue Planet Games Entwicklerteam und der neuen Führung kann ich euch versichern, dass ihr in guten Händen seid. Seitz sagte, dass er zwar kein Mitglied des Planet Side 2 Entwicklerteams mehr sei, aber immer noch ein Mitglied der Community und er freue sich darauf, was das Team für 2021 und darüber hinaus geplant hat. In Anbetracht des arbeitsreichen Jahres 2020, in dem es mehrere große Updates gab und das Spiel nach einigen relativ ruhigen Jahren wiederbelebt wurde, gibt es eine gute Chance, dass das Spiel auch im kommenden Jahr weiter florieren wird, egal wer die Verantwortung trägt. Das wäre die Zusammenfassung des Briefs von Andy und ich glaube, alle stimmen mir zu, dass er einen wirklich guten Job gemacht hat, vor allem was die Transparenz des Teams betrifft. Er war sehr aktiv auf Twitter, Fragen hat er stets schnell beantwortet und Entscheidungen begründet. Bei ihm hat man wirklich die Leidenschaft zu Planet Side 2 fühlen können. Für viele ist er auch das Gesicht des Spiels geworden und was mich nun beschäftigt ist die Frage, warum hat er seinen Posten abgegeben? Also entweder er hat eine neue Stelle mit einer besseren Bezahlung etc. bekommen, oder es geht von Airnet Global 7 aus, die ja Daybreak bzw. Rogue Planet Games aufgekauft haben. Davon habe ich im vorletzten Video berichtet, vielleicht gehört das auch einfach zu diesen Restrukturierungen, wie das ja immer so schön heißt, die von Unternehmen durchgeführt werden. Ich tippe eher auf die zweite Variante, denn Andy wird sicher als Executive Producer nicht schlecht verdient haben und wer gibt zudem einen Job auf, der einem sichtlich Spaß macht. Whatever, der Studioboss ist jetzt also Michael Henderson, aka Rell, der eine beachtliche Laufbahn hingelegt hat. Und hier beginnt die heutige Geschichte. Mitte Dezember 2012 uploadete Rell sein erstes Planet Side 2 Video auf YouTube. Also da, wo das Spiel noch nicht einmal einen Monat jung war. Und vom ersten Moment an hat er sich in das Spiel verliebt, denn sein Kanal wurde sehr schnell zu einem reinen Planet Side Kanal. Er kratzte, wenn ich mich richtig erinnere, nach hunderten von Videos, so 2016 rum, an der 100.000er Abonnentenmarke. Was absolut top ist für einen reinen Planet Side 2 Kanal. Doch gegen Ende von 2016 nahm die Regelmäßigkeit seiner Videos ab, da Rell einen Job bei Daybreak Games in San Diego bekommen hat. Natürlich im Planet Side 2 Team. Zur damaligen Zeit bestand das Entwicklerteam aus unter 9 Leuten, was es zu einer kranken Herausforderung machte, ein so großes Spiel wie Planet Side 2 wirklich ernsthaft am Leben zu halten. Bei Daybreak waren alle Ressourcen und Blicke auf H1Z1 gerichtet, Planet Side 2 wurde die Kuh zum Melken. Dennoch, Rell hat es geschafft, an seinem absoluten Lieblingsspiel arbeiten zu dürfen. Aufgrund des Miniteams waren seine Aufgaben vielfältig. In einem Video zu seinem Job im Mai 2017 erklärt Rell: Ich bin ein Designer für Planet Side 2. Ich kann mit Terrain, Daten und Physics arbeiten und ich lerne derzeit innerhalb unserer Engine zu scripten. Das Planet Side 2 Team wurde nach dem Fail von Planet Side Arena Ende 2019 neu aufgestellt und seitdem arbeiten wieder ca. 30 Leute am Spiel. Das ist eine Verdreifachung, wenn nicht sogar eine Vervierfachung des früheren Teams, wenn wir die Größe jetzt einfach betrachten. Rell wurde zum Lead Game Designer und leitete damit das Planet Side Design Team. Und vor wenigen Tagen hat also Andy Seitz als Executive Producer dieses neuen Planet Side 2 Teams seine Rolle an Michael Henderson, aka Rell, abgegeben. Diese Geschichte ist echt mega bemerkenswert, denn stell dir das mal vor, du bist YouTuber und präsentierst auf deinem Kanal über viele Jahre hinweg dein Lieblingsspiel mit Leidenschaft, mit hunderten von Videos und endest letztendlich als Boss, als Chef eines 30-köpfigen Teams, welches genau dieses Spiel weiterentwickelt.
Tony Morton, aka Kato, der auch mal bei Daybreak an Spielen wie Hadron Z1, Planetside Arena und Planetside 2 gearbeitet hat, erzählte vor ein paar Tagen in einem Interview auf Twitch eine Geschichte von Rell, die zeigt, wie leidenschaftlich er um Planetside 2 gekämpft hat. Hören wir mal rein. Gehen wir ein paar Jahre zurück. Ich glaube, es war das Jahr 2016, als ich dem Unternehmen, also Daybreak, beitrat. H1Z1 schoss durch die Decke, wodurch alle Ressourcen dahin flossen. Ich werde niemals den Moment vergessen, als ich von unserem Büroabteil aus diesen kleinen Bereich besuchte, in welchem nur ein paar wenige Leute hockten. Das war das Planetside 2 Team mit Rell, der restlos und frustriert arbeitete. Denn er wollte lediglich etwas Unterstützung, welche er nicht bekam, weil alles auf H1Z1 gesetzt wurde. Man konnte die Frustration in seinem Gesicht sehen. Er war angepisst, da er etwas entwickeln wollte, doch die Ressourcen einfach fehlten. Und eines Tages, da wurde ich Zeuge seiner Leidenschaft, als er einfach explodierte. Er legte ehrlich und direkt seine Meinung offen vor denjenigen, die höchste Positionen im Unternehmen hatten. Es war dieser Moment, wo wir alle dachten, oh mein Gott, hoffentlich wird er jetzt nicht gefeuert. Aber niemand konnte etwas dagegen sagen, denn es war einfach die nackte Wahrheit. Planetside 2 hatte über die Jahre seine Höhen und Tiefen und Trell bekam konstant Hate ab. Aber aus interner Sicht versichere ich euch zu 1 Milliarde %, heute und auch die letzten Jahre hat er immer für dieses Spiel gekämpft. Und gäbe es ihn nicht, wäre dieses Spiel nicht weitergelaufen. Und so viel ihr ihn auch kritisieren wollt und weiter beschimpfen möchtet, denn das ist offensichtlich euer Job, behaltet immer im Hinterkopf zu 100%. Wenn er nicht gewesen wäre, wäre das Spiel schon vor Jahren gestorben. Locker. Freunde, das war eine Aussage. Und ich denke, mit Rell haben wir wirklich einen neuen Studiochef. Einen Menschen, bei dem wir zu 100%ig sicher sein können, dass er dieses Spiel schätzt wie keines anderes. Dass er weiß, was Planetside 2 so besonders macht. Einen Mensch, dem das Spiel am Herzen liegt wie keinem anderen, ja? Und Liebe und Leidenschaft, das ist der Schlüssel, um ein Produkt erfolgreich zu machen, ja? Und ich weiß, viele haben ihn kritisiert für Entscheidungen, die er getroffen hat, für Änderungen am Spiel. Wir hatten Combined Arms, das war ja irgendwann 2017. Da gab es schon einige Sachen, wo die Community einfach ziemlich enttäuscht und kritisch auf ihn reagiert hat, ja. Und natürlich ist das immer so eine Sache, darüber kann man sich immer streiten, über die Ansichten, was das Spiel benötigt und in welche Richtung die Entwicklung gehen soll. Und keine Ahnung, ja, was Rell da jetzt als Studio-Boss für Ziele sich setzt, ja. Wir wissen, dass 2021 die Engine überarbeitet werden soll, dass da extra ein kleines Team aufgestellt wurde, die Grafik aufgepeppt werden muss. Ja, das ist wirklich Pflicht. Dass das Tutorial, dass wirklich mal eine New Player Experience ins Spiel kommt, die es wert ist, auch durchzuspielen, ja? Das geht nicht nur los bei einem neuen Tutorial, sondern auch einer ganz neuen Einführung ins Spiel, vielleicht auch mehr Story, ja? Also, das wird das Erste sein, was man ja 2021 anpacken möchte, ein neues Tutorial und vielleicht doch viele andere Trainingsmissionen etc. Keine Ahnung, was da kommt, lassen wir uns überraschen. Es wurde ja auch ein neuer Kontinent angekündigt, aber es ist alles noch relativ grob, ja? Wir wissen nicht wirklich etwas Konkretes, nur die grobe Struktur oder die groben Pläne, die geplant sind für 2021. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, was Rell da vorhat mit dem Spiel, aber bei einem können wir uns sicher sein, er wird immer kämpfen und er liebt dieses Spiel, ja. Er ist nicht einfach nur so ein Management-Typ, ja, das ist klar. Und ich denke, er wird sich als Ziel setzen, Planetside 2 und die gesamte Franchise nach vorne zu bringen und eine bestmöglichste Zukunft dieser ganzen Sache zu ermöglichen, ja? So, also mal sehen, was er draus macht. Es ist natürlich eine Mega-Aufgabe. Es erfordert nochmal mehr Nerven, vor allen Dingen auch Management-Erfahrung, die er sicherlich nicht hat. Er ist noch relativ jung, war jetzt Game-Designer, ja, Lead-Game-Designer, okay, hat das sicherlich mit Leidenschaft gemacht, hat sich da reingefuchst, aber jetzt, ne, das ist ein Riesensprung ins Management als Executive Producer, also das wird er jetzt bestimmt, da aufzusteigen und das alles unter einen Hut zu bringen. Da müssen wir gucken, ob er sich da auch schnell einarbeitet. Ich hoffe auch, dass die Transparenz des Teams weiter bestehen bleibt, dass Entscheidungen begründet werden, etc. Ich bin sehr gespannt. Es kommt auf jeden Fall auf ihn eine Menge Arbeit drauf zu, aber ich denke, er nimmt das leicht, denn er macht das ja auch gerne und mit Leidenschaft.
Und jetzt hat er wirklich die Zügel in der Hand. Einst der YouTuber, jetzt der Studio-Boss. Und ich denke schon, diese Geschichte ist echt inspirierend. Also für mich auf jeden Fall. Damit startet gut rein ins neue Jahr. Und bis zum nächsten Video.